Guten Tag und hallo zusammen. Mein Name ist Sia Waisaki. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Research Lab for Urban Transport oder kurz gesagt RELAT an der Frankfurt University of Applied Sciences. Im RELAT arbeitet ein interdisziplinäres Forscherteam an aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Mobilität. In der heutigen Präsentation geht es um Map Matching at Scale mit dem langen Titel Open Source und fast kostenloses Map Matching für Millionen von Trajektorien. Damit möchte ich Ihnen zeigen, wie wir in RELAT mit Map Matching, einem wichtigen Vorverarbeitungsschritt bei Mobilitätsdaten, umgehen. Was ist Map Matching? Ich beginne mit einem kurzen Hintergrund über Map Matching für diejenigen, die mit Map Matching Konzept nicht ganz vertraut sind. Also, GPS-Daten sind nicht genau. Wenn wir eine Folge von GPS-Punkten, also eine GPS-Route erfassen, sind zwei Arten von Fehlern damit verbunden. Der erste ist der Messfehler. Das bedeutet, dass die aufgezeichnete Position von der tatsächlichen Position abweichen kann. Dies ist auf das Rauschen bei der Aufzeichnung von GPS-Daten zurückzuführen. Der zweite ist der Stichprobenfehler, der sich auf die verlorene Information zwischen den aufgezeichneten Punkten bezieht. Map-Matching ist eine mögliche Lösung zur Behebung dieser Fehler. Wie in diesem Bild zu sehen ist, zeigen die roten Punkte die Rohdaten auf der Karte. Mit Hilfe von Map-Matching-Algorithmen finden wir die wahrscheinlichsten Entsprechungen dieser aufgezeichneten Punkte in einem Straßennetz. Darüber hinaus können wir die wahrscheinlichste gefahrene Route auf der Karte finden. So, wann brauchen wir Map Matching? Es gibt viele verschiedene Anwendungsfälle von Map Matching. Hier sind einige Beispiele. Smarte Mobilitätsmanagementsysteme nutzen beispielsweise Map Matching, um Verkehrsinformationen aus Floating Card Data in Echtzeit oder aus historischen Daten zu extrahieren. Wenn man während einer Fahrt eine Navigations-App verwendet, kann man immer seine Position auf einer Straße sehen, was durch Map-Matching erfolgt. In der Forschung, wenn wir Straßenabschnitte auf der Grundlage von GPS-Daten analysieren wollen, müssen wir Map-Matching als Vorverarbeitungsschritt durchführen. Außerdem wird es von Taxi-Apps für die Fahrtpreisberechnungen verwendet. Ein weiterer Anwendungsfall ist einfach die schöne Darstellung von Routen auf Karten. Die Anwendungsfälle werden in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe ist die Echtzeitanwendung. Sie bezieht sich auf Map-Matching während der Aufzeichnung von Daten, zum Beispiel bei der Verwendung von Navigations-Apps. Das erste Bild oben ist ein Screenshot von Autonavigation mit Google Maps. Es ist zu sehen, wie die aktuelle Position auf der Straße liegt, genauer gesagt an die Straße abgeglichen wird. Bei dieser Methode, also bei Echtzeit-Map-Matching, werden nur die vorherigen Punkte verwendet, um die aktuelle Position auf der Straße zu bestimmen. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, dass es beim Starten der Navigation einige Sekunden dauert, bis die richtige Position und die Richtung ermittelt ist. Während dieser ersten Sekunden sammelt die Navigation Beispielpunkte, um das Map-Matching durchzuführen. Beim Offline-Map-Matching werden alle aufgezeichneten Punkte nach Abschluss der Fahrt verwendet, um die gesamte Route auf einmal abzugleichen. Im zweiten Bild unten sehen Sie zum Beispiel einen Screenshot aus meiner Uber-App. Er zeigt eine von meinen Fahrten, wie zu sehen ist, liegt die Route der gesamten Fahrt perfekt auf den Straßen. In diesem Fall wurde das Map-Matching nach Beendigung meiner Fahrt anhand aller aufgezeichneten Punkte durchgeführt. Also auf den Folien konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das Offline-Map-Matching. Der vorgestellte Algorithmus und die Tools sind jedoch auch für die Echtzeit-Map-Matching
geeignet. In den letzten Jahren hat die Verwendung von GPS-Daten in der Mobilitätsforschung drastisch zugenommen und Map-Matching wurde als ein wesentlicher Vorverarbeitungsschritt im Umgang mit diesen Daten erkannt. Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der neuen wissenschaftlichen Artikel, die das Wort Map-Matching und Floating Card Data enthalten. Mit der zunehmenden Verwendung von Floating Card Data in der Forschung gewinnt auch Map-Matching mehr Aufmerksamkeit. Genauer gesagt ist die Zahl der Artikel, in denen Map-Matching erwähnt wurde, von etwa 200 im Jahr 2000 auf etwa 2000 im letzten Jahr gestiegen. Dieser drastische Anstieg unterstreicht auch die Wichtigkeit von Map-Matching. So, wie funktioniert Map-Matching? Bei den meisten Anbietern von Map-Matching-Diensten und Routing-Engines basiert der Algorithmus auf dem von Newson und Crum vorgeschlagenen Modell. Ich gehe jetzt nicht eigentlich auf die mathematischen Details ein, aber wenn Sie sich davon interessieren, empfehle ich Ihnen, das am Ende dieser Seite erwähnte Papier zu lesen. Ich gebe aber Ihnen eine einfache Vorstellung davon, wie es funktioniert. Dieser Algorithmus, der auf Hidden Markov Modells basiert, versucht die wahrscheinlichste Folge von Straßenabschnitten zu finden, die mit der Folge der GPS-Punkte übereinstimmen. Zunächst findet das Modell für jede Beobachtung die Kandidaten für Straßenabschnitte. Diese Kandidaten werden innerhalb eines bestimmten Suchradius von der Beobachtung gefunden. Dann wird die Emissionswahrscheinlichkeit berechnet. Sie ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Beobachtung nur mit ihrer eigenen Messung beobachtet wird. Das bedeutet, dass die Kandidaten, die weiter von der Beobachtung entfernt sind, mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden. Dann werden die mögliche Übergänge betrachtet und die Übergangswahrscheinlichkeit berechnet. Die Übergangswahrscheinlichkeit von zwei aufeinander folgenden Kandidaten gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Fahrzeug zwischen ihnen gefahren ist. So werden beispielsweise einige Übergänge, die komplexe Routen wie mehrere Abbiegungen erfordern, mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen. Schließlich wird unter Berücksichtigung der Emission und Übergangswahrscheinlichkeit der optimale Pfad ermittelt. So, wie können wir also unsere Daten tatsächlich mit der Karte abgleichen? Es gibt mehrere Anbieter von Map-Matching-Diensten. Einige Beispiele sind hier in der Tabelle aufgeführt. Diese Dienste sind eigentlich alle gut geeignet, wenn man schnell ein Produkt starten und nicht über Map-Matching nachdenken möchte. Allerdings sind sie für das Map-Matching großer Datensätze mit historischen GPS-Daten nicht wirklich geeignet. Erstens können sie sehr kostenintensiv sein. Zweitens sind mit diesen Diensten verschiedene Einschränkungen verbunden. Zum Beispiel die Anzahl der Punkte in einer einzigen Anfrage. Zum Beispiel kostet das Senden von 1 Million Anfragen an die Google Maps API etwa 10.000 Euro und bei Grasshopper ist es ungefähr 3.000 Euro. Also beide können nur 100 Punkte in einer einzigen Anfrage verarbeiten. Und bei einer Route mit einer Aufzeichnungsfrequenz von 5 Sekunden entspricht diese Begrenzung also weniger als 9 Minuten. Das bedeutet, dass wir unsere Routen aufteilen müssen, was zu mehr Anfragen und hohe Kosten führt. Und die Aufteilung der Reise verringert auch die Leistung und Genauigkeit des Map-Matchings.
Zum Glück gibt es Open Source Alternativen. Wie Sie den Logos erkennen können, sind zwei der leistungsfähigsten Open Source Routing Engines, OSRM und Valhalla. Beides sind starke Routing Engines, die verschiedene Routing Dienste, wie Routing und Suche nach dem optimalen Pfad, Map Matching, Berechnung der Zeitentfernungsmatrix und so weiter anbieten. Jeder hat Vorteile gegenüber der anderen. Zum Beispiel OSRM ist super schnell, braucht aber viel Arbeitsspeicher. Valhalla ist nicht so schnell, kann aber auch auf Systemen mit weniger Arbeitsspeicher gute Ergebnisse liefern. Wir bei Relat haben Valhalla für unsere Map-Matching-Zwecke gewählt. Und auf den weiteren Folien zeige ich Ihnen, wie wir das, also Map-Matching mit Valhalla schaffen. Zuerst möchte ich erwähnen, dass Foskis einen Demo-Server auf valhalla.openstreetmap.de betreibt. Es gibt auch eine Web-App, mit der Sie die Software einfach kostenlos testen können. Dies bietet eine gute Gelegenheit, also Valhalla, seine Parameter und seine Funktionsweise kennenzulernen. So, um Valhalla nutzen zu können, müssen wir das natürlich zuerst installieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, Valhalla zu installieren. Sie können aus dem Quellcode bauen oder eine Valhalla-Instanz mit Docker ausführen. Ich empfehle die Verwendung von Docker Container, da es am effizientesten mit Ihrer Zeit und Ihren Ressourcen ist. Weitere Informationen zur Installation von Valhalla finden Sie auf Valhalla GitHub Webseite. Abhängig von den Tiles, die man für die Umgebung anstellt, kann die Dauer des Aufbaus von Valhalla variieren. Ich habe zum Beispiel Valhalla mit Docker und der also Deutschland PBF Datei auf einem AWS EC2 Server mit 32 GB RAM und 8 CPU Kernen gebaut und die Installation wurde so ungefähr mehr als 4 Stunden gedauert. Hier habe ich ein Beispiel für Map Matching, das wir für einen bestimmten Datensatz durchgeführt haben. Dieser Datensatz besteht aus mehr als 18 Millionen Fahrten mit mehr als 5 Milliarden Wegpunkte. Jeder Punkt, also jeder Wegpunkt hat verschiedene Merkmale wie Geschwindigkeit, Zone und so weiter. Im komprimierten GANSI-Format nimmt er mehr als 300 GB ein. Es handelt sich also um einen großen Datensatz von Routen und eine anspruchsvolle Map-Matching-Aufgabe. Diese Daten werden auf AWS S3 gespeichert und die Verarbeitungsschritte und das Map-Matching werden in AWS durchgeführt. Diese Grafik zeigt unsere Datenpipeline. Die komprimierten GANSI-Dateien werden in einen PostGIS-Server importiert. Mit dieser Datenbank können optionale Vorverarbeitungsschritte durchgeführt werden. Zum Beispiel filtern wir die Wegpunkte heraus, die nicht innerhalb Deutschlands liegen, da sie für uns nicht relevant sind. Dann werden die Wegpunkte nach ihren Fahrt-IDs gruppiert und Fahrtrouten erstellt. Dann werden diese Fahrtrouten an die Map-Matching-Server gesendet. Basierend auf den Deutschland-Tiles von OpenStreetMap führt Valhalla das Map-Matching durch. Die Ergebnisse werden in einem separaten Datenbank, also ein PostGIS-Datenbank gespeichert. Die finale Ergebnisse können dann an die Pipeline für maschinelles Lernen geleitet oder auf S3 gespeichert werden. Valhalla Map Matching Dienst, die sogenannte Miley, bietet viel Flexibilität bei Map Matching mit verschiedenen Parametern.
Man kann zum Beispiel die Art des Verkehrsmittels wählen. Es kann Auto, Fahrrad, Fußgänger oder multimodal sein. Sie können einen Suchradius definieren, um die Straßenkandidaten für die Standortmessungen zu finden und viele andere Parameter. Eine vollständige Liste von diesen Parametern finden Sie in der Valhalla-Dokumentation. Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeitstempel zu den aufgezeichneten Punkten in die Anfrage aufzunehmen, um noch realistischere Ergebnisse zu erhalten. Auf der Grundlage des Datensatzes ist es eine gute Idee, mit diesen Parameter zu spielen und verschiedene Optionen zu testen, um die optimale Kombination zu finden. Hier ist also ein Beispiel von 100.000 Fahrten auf der Karte. Man merkt, dass die aufgezeichneten Punkte also fast überall auf der Karte verteilt sind. Das nächste Bild zeigt das Ergebnis nach dem Map-Matching. Es ist zu erkennen, dass alle Routen jetzt mit dem Straßennetz abgeglichen sind. Dies ermöglicht eine weitere Analyse der Straßenabschnitte. Wenn die Daten zum Beispiel mit einem Label verbunden sind, zum Beispiel mit Unfällen, können wir leicht den entsprechenden Straßenabschnitt finden. So, wir kommen zum Auswertungsteil. Der erste Punkt ist die Laufzeit. Die Laufzeit hängt eigentlich von vielen verschiedenen Parametern ab. Aber um Ihnen eine Ahnung zu geben, bei mir vor 1 Million Fahrten hat das auf einer AWS EC2 Instance mit 64 GB Arbeitsspeicher und 8 CPU-Kernen etwa 15 Stunden gedauert. Dieser Server bei AWS kostet knapp 50 Cent pro Stunde, das heißt, die Kosten von den Map-Matching-Server sind ziemlich niedrig. Wir haben die zurückgelegten Wege berechnet, um die Wirkung von Map-Matching zu untersuchen. Es ist zu erkennen, dass der berechnete Wert vor Map-Matching im Durchschnitt niedriger ist. Unter der Annahme, dass Map-Matching die wahre Route liefert, beträgt der Mittelwert des relativen Fehlers bei den Rohdaten ungefähr 1,6%. Nicht zuletzt kann die Leistung von Map-Matching von Datensatz zu Datensatz variieren. Was ich hier gezeigt habe, ist nur ein Beispiel. Im Allgemeinen nimmt die Leistung ab, wenn der Messfehler und Stichprobenfehler in den GPS-Daten zunimmt. GPS-Daten mit niedriger Erfassungsrate funktionieren zum Beispiel nicht so gut. Also nochmal zusammengefasst. Map-Matching gilt als ein wichtiger Vorverarbeitungsschritt bei der Arbeit mit GPS-Daten. Die Verwendung von Map-Matching hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen und ermöglicht weitere Analyse auf der Grundlage der Straßenabschnitte. Es kann Fehler in GPS-Daten minimieren. Es gibt mehrere Open-Source-Routing-Engines, die kostenloses Map-Matching anbieten. Diese können kostenintensive Map-Matching-Dienstleister ersetzen. Ein Beispiel davor ist Valhalla, mit dem wir einen großen Datensatz von Routen abgeglichen haben. So, wenn Sie mehr über Map-Matching erfahren möchten, können Sie einen Blick auf meinen GitHub werfen. Dort habe ich einige Python-Codes, die zeigen, wie wir Valhalla Miley Anfragen erstellen und Map-Matching-Ergebnisse erhalten können. Sie können mir auch gerne ein E-Mail schreiben und mit mir in Kontakt setzen, aber ja, erst einmal stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Frage zu beantworten. Ja, danke Siavash für diesen sehr interessanten Vortrag und es gibt drei Fragen,
die ich dir gerne stellen möchte. Fangen wir mal mit der Valhalla an. Genau, gibt es die Möglichkeit, Valhalla zu aktualisieren, also OSM-Diffs einzuspielen, oder muss man immer neue PWFs einspielen? Kannst du da was zu sagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, also man kann erstmal also Valhalla mit irgendeinem bestimmten PBF-Datei installieren und dann hat man immer diesen Tiles und man muss man nicht immer diese, also diese Tiles immer nochmal aktualisieren, aber man hat immer die Möglichkeit, also wenn zum Beispiel nach, keine Ahnung, nach einigen Monaten oder einem Jahr, wenn die neuen Daten da sind, dann kann man nochmal mit einem neuen PBF-Datei die Teils nochmal aktualisieren, um die ja, aktuelle Daten zu haben. Alles klar. Ich glaube, die nächste Frage bezieht sich auch auf Valhalla. Kann der Parameter Mode automatisch erkannt werden? Also ich glaube, das ist also mit dem Mode, also das ist Travel Mode gemeint, der Miley Anfragen. Wenn das gemeint ist, dann leider nicht. Also Travel Mode ist, also muss man selber bestimmen, also dass wir haben so einige Möglichkeiten, zum Beispiel Fahrrad, Fußgänger oder so, und dann kann man das nicht selber, also kann es nicht selber erkennen. Genau, und letzte abschließende Frage, ich denke zumindest, dass es damit gemeint war. Genau, letzte abschließende Frage, kannst du etwas zu dem qualitativen Unterschied der Anbieter der Map-Matching-Dienste sagen? Du hattest ja auch quasi eine Auflistung, bevor du die Open Source ja, richtig, also bist. Genau, also es gibt viele verschiedene Anbieter, zum Beispiel bei also Google Maps, Microsoft, GraphAppl und so. Also ich habe leider nicht alle getestet. Also ich habe auf jeden Fall einige benutzt, zum Beispiel Google Maps und Mapbox. Also die funktionieren alle fast gut. Also ich hatte nie Probleme mit diesen. Aber also wirklich vergleichen kann ich nicht, weil ich so verschiedene Datensätze benutze. Ja. Aber also das ist sehr abhängig von den Anwendungen. Also wenn ich nur einige Fahrten habe, dann vielleicht nutze ich also ganz schnell Mapbox oder Google Maps. Aber für also große Datensätze, dann werde ich nochmal also diesen OSRM oder Valhalla nutzen. Ja. Aber ja, am Ende, die sind eigentlich alle gut und ja. Genau, muss halt jeder einfach gucken, quasi, was er braucht. Deswegen ist, glaube ich, auch schwer zu einfach so zu beantworten. Von daher, genau, ausprobieren, gucken, was man braucht. Genau. Ja, perfekt. Danke für deinen Vortrag. Danke, dass du die Fragen beantwortet hast.